Hallo, herzlich willkommen. Ich bin das Samtex Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute eine weitere Folge von Battlefield Hardline. Wir werden Mission für Mission durchgehen und ich werde euch nur kurze Ausschnitte zeigen, welche Erfolge maximal in jeder Mission zu machen sind, dass da nichts verpasst wird. Das ist die zweite Mission. Schule hat begonnen und da war schon der erste Erfolg. Das war der Erfolg Schock, schwere Not. Das gibt 20 Punkte. Deswegen kürze ich das jetzt nachher auch gleich ab. Schock, schwere Not heißt nur hier mit dem Taser so und so viele Leute zu tasern, ob die dich bemerken oder nicht, das ist in dem Falle vollkommen egal. Das ist wurscht. Also das ist eigentlich fast meine Lieblingswaffe. Die hören nichts, man kriegt nichts mit. Das ist fast die beste Waffe, finde ich. Im Nahkampf und ungesehen wohlgemerkt. Das ist das eine. Ja, also wie gesagt, Schocksperre Not, 20 Punkte. Der kommt eigentlich automatisch, wenn man das öfteren mit dem Taser spielt. Dann die anderen Punkte sind nochmal 20, das heißt holprige Fahrt. Ich glaube nochmal 20. Die holprige Fahrt kann man nicht verpassen, das ist Missionsausgang, Ende ist es. Hier, da muss man nachher hier eure Kollegin tut Polizeibrutalität in einen Typ da verknüppeln. Und ihr kommt dazwischen und dann müsst ihr flüchten. Dann wird das Haus gestürmt. Ihr müsst dann, was weiß ich, 10, 11, 12 so Kollegen kaputt machen. Und dann geht es in so einen fetten Jeep. Und dann müsst ihr flüchten, wenn ihr angekommen seid. Gibt es einen Erfolg, holprige Fahrt, kann man eigentlich gar nicht verpassen. Was man verpassen könnte, hat aber nichts mit der Mission zu tun. Das ist eben das Schockschwere Not. Das kann man auch woanders mal machen. Das ist vollkommen wurscht. Meistens hat man es schon in der Mission davor, in dem Prolog. Und ja, Schule hat begonnen, zweite Mission, 2x20 Punkte, Schock, schwere Not, holprige Fahrt. Und dann geht es danach auch gleich weiter mit den nächsten Erfolgen. Die nächste Mission wird sein Fütterungszeit. Und das ist dann die nächste Mission und da bin ich einmal gestorben. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, immer fleißig zocken, Gamescore machen, Videos schauen und so weiter. Was gibt's Besseres? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Leo, lass das Rennen fallen! Nick, da kommen noch mehr! Ja, danke, ich sehe es. Okay, Leo ist nicht durch den Pool, also ist er in der Nähe. Was war denn in der Garage? Wir hatten, aber dann fahren sie wohl. Sieh in den Körben nach! Da drüben! Da ist er!
Shepard hat man ihm gar nicht zu. Mit ihm in den Truck. Kannst du den fahren? Leo ist da, los! Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster? Okay, fahr los! Wir haben Leo, wo soll er hin? Ja, ziemlich brenzlig. Okay, wir fahren über den Damm in einem Truck. Nicht zu übersehen. Geht klar. Er ist angepasst. Da ist er was. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke zum Börner. Da ist Dorf. Hubschrauber? Leo ist wichtiger als ich glaube. Folge dem Weg. Thank you.
Smash das! Detectives! Tja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht! Hört, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat.